So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich lege mit deinem Jetpack Distanz in der Luft zurück, nämlich 100 Meter. Denn ich habe jetzt schon mal ein Video hochgeladen, wo man am besten sich das Jetpack besorgen kann. Allerdings für Gold ist halt der einfachste Weg. Und das ist genau hier unten auf der Insel bei dem, jetzt habe ich Ureinwohner im Kopf. Mir fällt ja gleich ein, der Name, sobald ich ihn lese. Oh Gott. Aber alternativ, wenn ihr gerade nicht genug Gold habt, guckt einfach auf den Luftschiffen. Da werdet ihr ebenfalls fündig werden. Ich gucke gerade, wo er ist. Ah, er ist doch hier im Haus. Gerade mal vorsichtshalber die Kiste aufmachen. Nicht, dass hier doch noch einer landet, weil, wie gesagt, das ist halt der einfachste Weg, sich ein Jetpack zu besorgen. Ach, er ist draußen. Ach, der Besucher. Nämlich, ihr seht, da ist das gute Ding. Zack. Und dann einfach Attacke. Einfach nach vorne fliegen. Und so seht ihr schon, 5 Meter haben wir jetzt schon. Wir fliegen jetzt einfach mal zu der Insel darüber. Ganz easy. Hey, mach keine Faxen. Kann das Ding überhitzen? Tatsächlich, es kann überhitzen. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, ich bin Nutz. Ach so, da rechts sieht man es. So, 35 Meter haben wir jetzt. So. Ah, kriegen das ja wohl hin. Ah, siehst du, man kriegt immer noch schön XP dafür, wenn ihr bei euch da direkt bei dem was kauft. So, mir geht es hier nur um die Meter, die jetzt wir die machen können. So, 9 Meter noch. Noch ein bisschen nervig. Ich dachte eigentlich, 100 Meter hat man schneller geflogen. So, aber ihr seht, so haben wir das Ganze geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like auf das Video da und schreibt von mir so gerne was Nettes in die Kommentare. Wenn noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.